Moin Leute, hier ist Maximilian von Team Family Force und heute ist die zweite Runde von dem Go-Turnier und ich spiele gegen den Umut und ja, mal sehen, wer Schere, Stein, Papier gewinnt. Ich habe ja gehört, du nimmst Schere immer. Ja. Sehr schön. Was soll man da machen? Das Schlimme ist, dass ich Scissors gesagt habe und hatte dann schon aus Reflex Scissors gedrückt. Ja. Und, ja. Okay, was haben wir denn hier Schönes? So. Wie, kein gut Glück zurück, ey? Das gibt doch mal gar nicht, also. AF. Die familiäre Kraft wünscht einem nur Fun, okay. Ja. So okay. Weit ist es schon gekommen. Der hier? Ja, von der Drache. Dann nehme ich mir einen auf die Hand. Ach, nur einen, okay. Ja. Du siehst ja, wie das... Aber auch ab. Nö, den lasse ich. Ach, okay, der hast also zwei auf der Hand, okay. Du siehst das ja, wie mit dem Glück schon wieder heute ist. Okay. So, dann mach du mal weiter. Darf ich ziehen? Ja, darfst du. Rain-Phase. Darfst du natürlich. Okay. Aggressives Beschwören. Achso, das machst du. Ja, ist okay. Aggressive 1-4 in dein Gesicht. Ja. Nicht in dein Gesicht, also Angriff. okay. Ich sehe schon die Monster Gates kommen. Okay. Ich starte dann mal meinen Turn. Darfst du, zieh durch. Ja, geht klar. Oh, wird das ein spürischer Tag weiter? Ah, doch nicht. Na gut. Ja, 500. Ich darf eine Karte ziehen. Oh. Okay, was hat er da noch? Aber warum hast du nicht Donnerdrachen produziert? Das wäre doch ganz gut. Ja, ja. Wäre ein Upgrade, weil ne, der wäre dann nicht mehr von Primature getroffen. Ja, aber ich wollte doch lieber eine Karte ziehen, das war mir doch etwas wichtiger. Okay, wie kann... Was hat er denn da? Schafe sind da, okay. Ja, dann mach mal weiter. Endturn. Schafe sind da, sagt er. Ja, bin ich der Meinung. Okay. Ja, du musst schon beenden, damit ich die in der Endphase aktivieren kann. Ja, dann Endphase, Schafe, ne, natürlich. Ja. Darf ich? Was darfst du, was willst du sagen? Also, gerade kann ich nichts sagen, weil das Bild spackt. Okay. Aber vielleicht ist hier so viel Wind wieder in Rostock. Das kann sein. Okay. So, Reasoning, okay. Spielst du die Version von Max Fröbel? Ist das ein guter Spieler? Weiß ich nicht. Nein, wenn ich netdecke, dann netdecke ich Joshua Schmidt. Ach so. Ich würde gerne 4 sagen. Marvin. 4 sagst du. Ja. Marvin. Oh, da gehen die Goats. Ja. Oh, da geht die 4. Da geht die 4. Ja. Ja. Cherlis. Als mal in Berlin so ein Goat-Turnier war, da habe ich auch dieses Crane Turbo gespielt und da musste ich auch gegen Marvin. Ja, der hat mich damit irgendwie zerlegt. Das war echt uncool. Weil deshalb hat man eine Royal Oppression im Side Deck. Das hat man. Klasse. Nee, finde ich uncool.
1-9 in mein Gesicht, Grichard. Grichard. Ja. Schlecht. Shadows. Total. Ich glaube, du kriegst noch etwas Schaden, oder? Ja, verzeihen. Ja, ja, 1-9 noch. Ja. Es hat. Es hat es nicht angenommen. So. Total. Ersetzt. Ja. Was ist denn halt los, Alter? Ja, ich weiß nicht. Dueling Book, das gibt mir immer voll schlechte Karten. No Feature. Ich würde gerne Crane Kramer schauen. Ja, darfst du. Und dann ziehe ich eine Karte. Ja. Wenn es mir das erlaubt. Ja, ich erlaube dir das. Nee, ja, das war eine Dueling Book. Ja, Dueling Book sagt öfters mal nein. Ja, das ist auch krass. Verlierst noch 800. Ja. Das hat es auch wieder nicht genommen. Schade. Und auf die Hand. So, Morphing Jar. Dann decke ich den Kran nicht mal zu. Ah. Sechs. Okay. Also war jetzt kein schlimmer Minusplay für mich, deswegen habe ich gemacht. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es ein Morphing Jar ist. Dann deck mal dein Monster auf. Wieder Lichtschwerter. Mhm. Wenn du sie aktivierst schon, ich sehe sie noch nicht. Achso. Es laggt. Okay. Ich sehe nur Viewing Graveyard oder sowas. Ah. Also, du hast aktiviert oder was? Ja, ich habe die Lichtschwerter aktiviert. Ich drück mal drauf, mal gucken, wann es das macht. Wir haben jetzt 17 nach, steht bei mir. Ah, jetzt. Okay, siehst du. Siehst du die Lichtschwerter? Ich sehe sie jetzt, ja, ja. Okay. Not the bad. Oh Gott. Und Prio-Effekt bitte. Ja. Dem ist so. Und du. Ha. Schon wieder so ein komischer Schuss hier, ey. Also mit diesem Kranich-Turbo-Deck, da ziehe ich auf Dueling Book göttliche Hände, aber wenn ich irgendwie gegen anderen da so spiele, beispielsweise auch in Berlin, das eine Golf-Turnier, da habe ich, weiß ich nicht, jede Runde zwei Hexer und einen D-Mog auf der Starthand. Das ist echt nicht cool. Was ja nicht schlecht ist. Ja, bloß... Denk mal davon ab, was man sonst so zieht. Ja. Okay, ich würde gerne den Turn starten. Ja, ich habe ihn schon längst beendet. Ja, mal sehen, wann es losgeht. Ah, okay. So. Was haben wir denn hier Schönes? Wie du schon Anti-OTK spielst. Ja, ist richtig. Davor habe ich auch Angst. Ja. Wer ist denn noch? 4-8. Ja, ich guck mal nach. Es wären nur 3-9, ne? Ja. Also dann. Lass mal 2 liegen, denke ich mal. Ja, ist richtig. Mhm.
Yo. Ja, der Ball, da tut jetzt weh, ich weiß. Nee. Nicht? Das ist eher die Hand. Ah. Das ist eher hier die Hand. Dem Ball, der, dass der kommt, der war mir eigentlich schon bei den Donnerdrachen klar. Okay. Aber du wolltest eher ein Tsukuyomi, ich möchte sicher gehen, Play. Ja. Okay, dann beschwör ich die Schlange. Jo, tust du. Okay, mal gucken, ob da die Spiegelkraft ist. Remove. 2-3, das ist ganz schön viel Schaden. Ja, das ist richtig. Ganz schön viel Schaden. Hast du dir schon was abgezogen? Nee, ich bin... Ich muss ja mit die Mache. Der Balder kann nur normale zerbrechen, ne? Ja, genau, nur normale. Ja, ist richtig. Nur normale. Zwei. Dann zeig mal, was du kannst. Ich würde die gerne negieren wollen. Ja, das muss ich wohl durchlassen. Ja. Schwierige Entscheidung. I'm jealous. Ich zahl mal. Ja. Ja. Riese hat jetzt nur noch 1-9. Gehen wir in den Griff. Die geht auch mal in den Griff. Dann zahlst du bitte wahrscheinlich noch einmal. Nö. Ich nehme die auf die Hand. So. Ja, dann ist er. Ah. Natürlich hat er die. Scheiß. Na gut. Du hast mich ausgetrickst. Ich danke dir.
So, Oppression sagt er. Ja gut, kannst du gerne vorne mitfallen. Ja. Ja, bei mir muss sowas rein. Und sowas. Dann gehen wir raus. Für Stil. Genau. Ja. So. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ja. Schon Lockbird? Ja, stört mich ja nicht. Oh oh. The Return of Morphingjar. Ja, hier müssen schon deine Zuschauer ein bisschen entertainen, oder nicht? Ja, ja. Du musst doch sagen. Ich ziehe. Da, Monster Cardo. Kann ich Maple? Ja. Ja. Hatway. Ja, Logo. So, jetzt zeig mal, wie man ein Second Turn Kill macht. Zeig das mal, damit auch alle wissen, wie das geht. Erstmal kommt die Karte, damit du die aktivierst. Acht. Trifft sogar. Doch nicht. Ah, ich hätte wieder vier sagen sollen, verdammt. Ich würde gerne ziehen. Ja, klar. Traf. Na gut. Sehr interessant. Ja, ja, mach. Jetzt kommt aber der D-Mark. Ich weiß irgendwas, was ich nicht so haben möchte. Was? Der kann nur geswächelt werden. Okay. Lava Golem, wie kommt man denn darauf? Ach, ein Kranich. Wie kommt man da drauf, Golem zu spielen? Ich bin ein alter Mann. Ja. Ist mir unerklärlich. Ja, muss ich wohl. Muss ja wohl, sagt er. Ha. Sonst bevor du mir hier ein OTK gibst. Weil ich nee. Ich sehe schon die Parsatz kommen. Die zwei okay. Stück. OTK. Du legst mir jetzt 5 Parsatz hin und dann war es das. Ja, war mir klar. Die Moff. Sehr interessant. Bei mir ist es auch sehr interessant. Sehr interessant. War das so blöd, ne? Ja, ich weiß, dieses Deck ist Segen und Fluch für mich. Ich muss so spielen. Okay. Backup. Ja.
Ja. Kannst du haben. Change Control. Ja, siehst du, er tippt schon wieder woanders hin. Er macht mir in das Textfeld. Ja. So, Main Phase 2. Ja. Ja, ja, ja. Dann mache ich das und das und das. Oh, der ist schon bitter gerade, ey. Und du? Ach nee. Was gibt's sonst? Aua! Das tut dir richtig weh. Mal gucken, was ich dich skade. Eine Schlange wäre gut. Ja. Oder ein Dönerdrache. Der Dönerdrache. So, dann kommt bei dir der und der und der. Also. Okay. Genau, ja, ich muss den abwerfen, damit ich chainen kann. Ja, gut. Ja. Boah, scheiß Snatch, Alter. Ja, dieses Crane Gate Turbo ist eigentlich ganz gut gegen Beast und so ein Zeug. Ah, so, ja. So. So. Aha. Da, Monster Cardo. Ja, naja, es hilft ja nichts. Habe ich mal schon mitgerechnet. Ich habe echt nicht mit Goats in dem Moment gerechnet. Ja, sind sehr gut. Habe ich extra reingebordet. Ja, okay. Ja, ich nehme dir den weg. Ja, habe ich mir gedacht. Den und dann den. Ja. Es wird der Tag kommen, an dem auch ich 1-9 durch Einheit schlucke. Ja. Wie viele Leute seid ihr? Mit wem fahrt ihr? Was habt ihr? Was macht ihr auf der DM? Der DM? Na, wir sind mit 6 Menschen da. Und ja, also die Berliner fahren mit Zug, ich fahre mit Auto. Nimm dann noch ein paar aus MV mit. So, gucken wir mal, was da ist. Keine gute Karte. Effekt. Ja. Battleface. Du greifst den an. Ja.
Ja, hättest du besser spielen können. Möchte den an. Dann direkt. 5-4, ne? Ja. 5-4 sind's, oder? Ja. 2-4, 5-4, ja. Ja, hättest du besser spielen können. Echt? Ja. Weil jetzt block ich dir alle möglichen Karten. Das stimmt. Naja, dann mach mal. So. Also, machst du Ring oder so? Nee, ne? Okay, gut. Nein. Okay. Muss den noch hochnehmen. Ach so, da war ja was. Ja, ist okay. Ja, ist okay, sagt er. Wenn ich. Jetzt da wieder eine Karte. Unglaublich. Eine Karte. Nein, na gut, aber ich spiele sie glaube ich nicht. Na gut. Was spiele ich? Nee, ich habe überlegt, wie du mich jetzt die Runde noch tötest. Mit einer ganz normalen Goat-Hand. Ich habe nur gerade zu laut gedacht. Grad. Passt schon. Angelus. Ja. Was ist das? Brain Control. Ah. Change Stranger. 6-3. Fürchterliche Karte. Ja, dann greife ich zweimal an. 3 Schafe, Menschenskinder. Ja. Ist ja der Wahnsinn. Glaubt ihr bleibt bei mir, oder? Nee, bei Brain, nicht bei Snatch. Achso, schade. Schade. Sehr noch schöner. Ja. Sehr noch schöner. Ja, irgendwie sowas habe ich mir eben überlegt, aber egal. Egal. Flip Summon Prio nicht. Oder? Ich guck gerade kurz. Nee, keine Prio. Okay. Ich möchte den attacken. Darfst du. Und das 900. Jetzt da noch eine. Also Sündenbock kann es nicht sein. Yes. Ich nehme die Mitte. Sehr gut. Ich werfe ab. Ja, den. So. Effekt hier auf seinen Chaos Hexer. Ja. Set dann Nobleman. Nö. So, dann TT, war nicht schlecht.
Los, mach den Heavy. Heavy von unten. Sehr geil. Weil du ein guter Spieler bist. Ich hab gehört, die guten Spieler schaffen das immer. Heavy von unten. Ich muss so machen. TT. Ja. Okay. Ja, ja. So. Darf er kommen? Er darf kommen. Darf er attacken? Ja. Dann. Nee, mach ich das? Nee, safety first. Immer safety first. Ich brauch mal wieder ein gutes Monster. Sag der Richtige. Attack. Nein. Ja, hab ich nur gedacht, dass die Scheiße da liegt. Ist richtig. Und dann hast du gewonnen wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Hoffe ich mal. Okay. Dann aktiviere ich mal Metamorph. Ja, tust du. Dann würde ich hier den Prio-Effekt nutzen. Und ihn zielen. Ja. Und ich mache nichts. Und Tribut für den Sohn. Ne, ich werde meinen Angriff wagen. Ah, Bampfers, Mut, ne? Ja, es leckt gerade. Ja. Sehr gut. Atmete. Ja, sehr, sehr interesting. Ja. Sehr, sehr interesting. Warum auch immer das so kam. Ich könnte jetzt übelst die krasse Tech-Karte auspacken. Mache das doch bitte. Ja, aber dann verliere ich. Das kann ich nicht machen. Okay, so soll es sein. Na, mal sehen, ob das was wird. So. Boah, das kann blöd kommen, ey. Ich kann nicht deswegen verlieren. Ich könnte deswegen kassieren, das stimmt. Aber ich muss es riskieren. Was hast du reingesidet, Kuribo? Weil du Angst hast, dass ich dir ein OTK gebe? Ja, sowas in der Richtung. Du willst first gehen, so. Ja, ausnahmsweise mal. Vier. Aua. 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 Oh Mann. Also. Effekt. Ja, Effekt Wähler habe ich nicht auf der Hand. Effekt. Oh Mann, oh Mann. Tja, wie würden wir den wollen? Wie würden wir den wollen? Natürlich kommt der D-Mark, warum auch nicht? Ja, ne?
nehme mal die. Okay. So, jetzt noch ein Monster Gate, um Jensis zu holen. So was in der Richtung. Ah. Judge me. Ja. Oh, es ist. So gut. Nee. Ich glaube, du gehst mal. Dich brauche ich nicht. Nicht, warum aktivierst du die nicht? Dann kann ich meine ganzen Brickkarten loswerden. Du bist also Pippi Langstrumpf, ja? Immer. Fuck, was war nochmal der Demo-Effekt eigentlich, der originale? Weil hier steht der alte, ne? Ja, warte, ich hab hier einen. Gib mir eine Sekunde. Ich guck einfach. Ich guck in einem realen Goat. In denen. Mal gucken, warte, hab ich hier. Ja, der sagt einfach, der kann den Effekt so oft nutzen, wie er will. Also, da ist nicht mehr die Once-Per-Turn-Beschränkung. Nee, nee, ich hab was anderes geguckt. Und zwar, wenn oder falls. Ich bin ja nach alten Regeln. Daher ja. Ist das relevant. Ja. Okay, eine Karte schon abgeworfen und komm, wir werfen jetzt einfach noch eine ab und zwar. Jinzo. Ich glaube, die brauche ich nicht. Ich habe da einen Menschen für. Ja. So. Ja, es leckt, glaube ich, gerade wieder ein bisschen. Ja. Ich glaube auch. Ging was in Grave? Nee. Jetzt. Return, deswegen, okay. Deswegen habe ich gefragt, weil wenn ich Return chaine, dann kommt er aufs Feld, aber ist verpasst Timing. Achso, ja. Weil er wenn ist und nicht falls. Ja. Okay. So, war es das? Nee. Oder noch 5 Set? Ah, ja gut, zieh durch. Jetzt kommt aber der Jinzo. Los, pack den Jinzo aus. Ups, was habe ich gerade gebanished? Die? Grave. Ja. Jetzt pack den Jinzo aus. Lava Golem, warum Lava Golem? Siehst du genau das kam? Das wusste ich. Ich hab das noch gesagt. Das passiert mir wirklich. Schwule Scheiße. Deshalb, aber na gut. Deshalb spielt man die eigentlich auch nicht. Ja, ich hab ja gesagt, ich musste gerade ein bisschen experimentieren. Achso, ja gut. Ja. Hast die reingesidet. Ja, weil. Okay. Ach man, ey. Du machst mich fertig. Wirklich, du machst mich nervlich kaputt. Werden wir sehen. So, alles kurz noch und dann passt das. Ja. Noch ein Thunder Dragon. Dann suche ich mir einen auf die Hand. Ja, natürlich. Dann aktiviere ich Kreis. Das tust du. Was. MSD, Blitzanschlag und dann hast du OTK auf der Hand. Das könnte funktionieren. MSD brauche ich also. Nee, MSD und Blitzanschlag. Beide. Dann OTK. Oder. Ja, du musst ja Feuer mit Feuer bekämpfen. Wie besiege ich ein OTK? Mit einem OTK, ist ja logisch. Ja, das ist richtig. Das ist die Frage, wie mache ich das am besten?
Ja, geht doch, wenn du nur einen Donnerdrachen, also wenn du zwei Donnerdrachen auf der Hand hast, meine ich, ist ja nicht so schlimm, weil hat es dann eine Grace. So endest du mit 8 Handkarten, ist doch. Achso, 7 dann. Ne, doch 8. Ne, 7. Light Dark, oh. Ah, oh. Oh. Einmal Prio bitte. Target dein Monster oder meins? Das hast du nicht gesagt. Jinzo. Ja, schon stimmt. Okay. Dann setze ich noch 2. Sehr interessant. Dann kannst du. Mach die mal weg. Die gute. Nee, die war ja unwichtig, oder nicht? Nee, das war die gute. Die andere war unwichtig. Die andere war richtig. Ja. Shane. Ja. Ja, Effekt Demok. Jo. Auf was? Gute Frage, auf was? Auf was? Echt komisch. Ja. Kannst du ja Heavy Storm auf die Hand nehmen. Das kann ich. Das stimmt. Oder MST wäre auch besser. Ja. Ich nehme mal die. Okay. Ja, ja. 1, 2, 3. Boah. So gut. Muss nachdenken. Ich muss abwerfen? Viel. Also gut. Also den muss ich abwerfen. Graveyard 1. Und ich glaube, den brauche ich nicht. Oh, das tut so richtig weh, ey. Ja. Baboka hast du gemacht, ne? Richtig. Ja. Das ist die beste Side der Karte gegen das Deck. Warum hast du nicht den Tapf abgeworfen? Darum. Du hast noch 13 Karten, Mensch. Vielleicht kriege ich dich ein Deck out. Das tust du wahrscheinlich. Das, wie das Tag. Ja. Kriegst keinen Schaden. Und meine Monster werden nicht zerstört. Und deine Monster werden nicht zerstört. Mhm. Ja. Das war doch mal eine Ansage. Okay. Der Pseudo-Angriff und dann setz ich mal an, bist du. Pseudo-Angriff kennst du ja, ne? Ja. Ja, aber dann hast du doch Glück gehabt gerade, dass ich die TT erwischt habe und nicht. Ja, ich weiß. Ja. Swiped auch Pseudo-Angriff auf dich. Ja. So, was haben wir denn hier? Wen soll ich mir denn mit Reborn wiederholen? Ich kann es dir sagen. Die Schlange. Ja, die ist gut, die ist gut. So. Da, 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 da.
Prio? Nein, keine Prio. Keine Prio. Ja, ist okay dann. Dann kann man nichts machen. Dann hast du uns wehgetan, wahrscheinlich. Böser Junge. Oh. Nehmen wir mal vorsichtshalber den Jinse. Kurz nachdenken. Yes, very good. Und auch leider da. Yes. Ups, Verzeihung. Noch 2-7 dazu. War richtig, oder? Ja. Ja. War ein Genso. Und auch leider diese Genso attackiert. Ah, das ist... Ich wusste in dem Moment, dass es ein Fehler ist. Du settest? Ja. Donnerdrachen, glaube ich. Lass mal kurz gucken. Ja, Donnerdrachen. Nee, Wächter Finks. Der ist gut. Ja. Wächter Finks ist richtig gut. Mann. So schlimm. Ach, ich glaube nicht, dass es das so schlimm ist. Es geht. Du hast doch genug gesungen mit Charity zweimal und Topf. Findest du? Ja, naja, du hast nur noch 12 Karten im Deck. Ich habe noch 30. Das hat doch was zu sagen. Ich habe leider ein bisschen falsch abgeworfen. Mhm. Ich hätte die Dings behalten müssen. Die Return, ja. Ja. Das war der Fehler. Tja. Was hast du set? Ja, bestimmt. Baboko. Das kann passieren. Banish. Und. Banish. Eieiei. Wie das leckt, ey. Ja. Ah, er kommt doch. Möchtest du den Prio-Effekt nutzen? Ja, von dem Johannes, bitte. Okay. Dann muss er wohl gehen. Leider. Super, okay.
Setze die noch. Ja. Bist du. Dann ziehe ich mal. Dann bist du auch wieder. In dein Zylinder. Das ist nur Key Brain Control natürlich. Ja. Das ist echt blöd. Okay. Ja. Ja, die ist gut. Die ist leider gut. Los, beschwör das Monster. Du, das? Ja, ja, ja. Okay. Erstmal die Beschwörung in Ordnung. Die Beschwörung ist in Ordnung. Okay. Prio-Effekt. Ja, tust du. Ist das Krieger? Okay, das muss er nur noch die Karte da abwerfen. Also ich werf eine Karte ab. Die Set Brain Control. Okay, und Krieger. Ja. Irgendwann geht der Grave. Ah, er geht. Ah, dann würde ich mal gucken, ob da Sündenböcke sind. Ah. Wow. Cool. Ja. Geht so? Ja, ist okay. Tja. Flip Moth und Discard für Maschinen. Dann darfst du auch wieder. Sehr interessant. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich weiß nicht. Da liegt der Donnerdrache immer noch Doomset. Jo. Warum hast du nicht den Donnerdrachen angegriffen? Aus Kreativität. Ja, mach mal. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Naja, Kraniche hast du ja noch im Deck genug. Noch eine Set, ich werd verrückt.
unglaubliches Spiel, ey. Du hörst ja auch nicht auf zu setten. Naja, ich kann ja nicht den Jensen so durchgehen lassen. Das ist ja nicht in Ordnung. Ich kann aber auch nichts machen die ganze Zeit. Das ist sehr... Ja, auch dein Monster halt nicht direkt. Du hattest noch nicht einen Sündenbock. Was soll denn das? Was macht man, wenn man 3 zieht? Charity. Hast du genommen? Charity. Charity hast du genommen. Hm. Boah, Charity genommen. Ja. Dann... Ich weiß nicht, irgendwie, wenn da so 3 Sündenböcke sind. Dann mache ich das. Danach? Ja, ne? Ja, ja, okay. Danach. Okay, zur Hand. Okay, 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 okay. Charity. Ja. Aber wie gesagt, ich verdiene das Spiel zu verlieren, weil wenn du so dumm bist und Return abwirfst, selbst schuld. Oh ja. Aber ich dachte eigentlich, dass du die erste, nachdem du die erste gesehen hast, mit der zweiten rechnest, weißt du? Und du hast mir in die Return gespielt. Ne? Ja. Also meine Set hätte Return sein können und du wärst einfach mal tot. Ja, ich habe aber vermutet, dass du nur 2 spielst. Okay, dann setz eine. Dann Kartenzerstörung. Kann was. 2 Karten, ne? Ja. Bei mir 4. Okay. Richtig. 1. 2. 4. Und 3, 4. Mhm. 1, 2, 3, 4. Sehr interessant. Sehr interessant. So, hast du Sündenböcke gekeept? Aber dann hätte die Fallen nicht weggemacht, glaube ich. Ja. Trio auf Jinso. Ja. Und. Tust du wohl. Normalbeschwörung. Ja, tust du. Dann gucke ich mal nach. Ja, klar. Irgendwann müssen die auch mal kommen. Ja, ist richtig. Ja, dann einen kaputt. Ja. Und dann mach mal. Und Ring, hast du? Hat er nicht, okay. Boah, ist das schlecht. Ja, das ist jetzt ganz... Sangan. Okay. Ja. Ging nicht anders. Frech, frech, frech. Rio Saug.
Ein weg. Beschworen habe ich nichts, ne? Nee. Also, dann muss ich kurz nachdenken, ob ich nichts beschworen habe. Kurz was gucken. Gar nichts hätte. Ist immer so geil, wie du mal davon ausgehst, dass, jemand genauso spielt wie Leute, bei denen Locals spielen. Locals? Ne, bei mir gibt's keine God Locals. Ja, allgemein Locals oder mit deinen Kumpels. Ich boarde halt oldschool, so Sachen wie man, wie ich früher halt geboardet habe oder wie wir früher geboardet haben. Das Code, wie du das jetzt so kennst, das gab's im Grunde so gar nicht. Es war so eine. Es gab eine lange Goat-Phase. Und zwar, wo die Karte, wo es um Goat, Zuku und so Sachen ging. Meta. Meta wurde auch sehr, sehr spät entdeckt zum Beispiel. Ja. Na gut. Ja, ich weiß, da hat niemand Chaos Hexer gespielt. Na doch, Chaos Hexer war halt der günstige BLS und es gab halt Leute, die ein BLS, ein BLS, ein Sorcerer gespielt haben. Oder die sich keinen leisten konnten, haben dann drei gespielt. Also ja, ich habe ja 2005 sowas ähnliches wie Chaos Monarch, also ein bisschen hier. Chaos Engine und Monarchen dann. Banish ein Token. Ja. Und Angriff auf das Verdeckte. Habe ich eine Karte stehen. Gut, aber ist gut. Okay. Startet Björn. Ach. Ziel ist mein Chaos Hexer. Ziel ist dein Chaos Hexer. Ja. Und ja. Effekt auf dein Chaos Hexer. Banish. Okay, dann setze ich noch eine. Dann darfst du. Und er hat Ring gezogen. Ja. Auf mein Chaos Hexer bitte. Ja, dann reicht's, leider. Ja. Ich hab überlegt, ob ich. Du hast noch BLS auf der Hand. Ja, ja, aber ich hab überlegt, ob ich die auf die Summon mache. Welche? Ach so, ja. Aber. Ja, aber ja, ich wenn weiß Ring, nicht. Wenn du Ring ziehst, ziehst du es halt, ne? Ja. Habe ich mit Dekoichi gesungen. Ja, das war trotzdem okay gespielt. Also, du. Bist ja ein bisschen routiniert gegen das Deck, deswegen ist ganz okay. Ja. Ja, mir hätte das mit den Returns nicht passieren dürfen. Dann. Richtig. Dann wäre das anders. Aber so ist okay. Gut gespielt? Ja, du aber auch. Gut, gut. Ja, Dankeschön.